hier alles starten. Wir sind Christen, also das Team Rhodes will heute zeigen, dass Jesus real ist. Ja? Nous voulons le groupe Rhodes, ou bien la team Rhodes veut montrer que Jésus est réel. Wir haben alle gelesen, also auf Flyers, die wir bekommen haben, wo es die Einladung für diesen Tag stand. Es stand geschrieben, Jesus ist real. Nous avons reçu des Flyers et sur les Flyers, il était écrit que Jésus est réel. Et ce jour culturel de témoignage, c'est un jour où nous voulons aussi montrer que Jésus est réel. Darum wollen wir jetzt beten. Ich möchte ein Gebet jetzt aussprechen. Ganz kurz. Damit wir auch mit Gott starten, weil ohne ihn ist es ein bisschen kompliziert. Nous voulons commencer avec une prière parce que nous pensons que commencer quelque chose sans Dieu, ce serait vraiment une catastrophe. Bien qu'on a eu à prier pendant tout ce temps. Yeah.
Herrschaft. Danke für deine Herrschaft. Wir haben nur dich und Österreich braucht dich auch. Und durch uns wird Österreich dich kennenlernen. Jesus, du bist real. Wir haben es dir vorgezeigt. Und wir wissen, dass du keinen zwingst, zu dir zu kommen. Aber wir bitten dich, Jesus. Du bist derjenige, der unsere Herzen berührt hat. Und wir glauben, dass du das auch tun kannst heute. Danke, Jesus. Also, jetzt möchte ich auf die Bühne einfach einen Pastor einholen. Ich möchte Pastor Bobo bitten, hier aufzukommen. Er hat ein Wort für uns, ja? Ein Ermutigungswort. Lass uns Applaus geben. Für ein paar Minuten möchte er uns ermutigen, ermahnen. Merci, Pastor Bobo, d'être venu. Merci, nous t'honorons ta présence. C'est moi qui vous honore parce que vous m'avez honoré. J'honore Rhodes et j'honore tous les musiciens, tous les hommes de Dieu qui sont là présents. C'est un jour merveilleux. Un jour glorieux, un herrlicher Tag, un jour de célébration, un Tag des Feiers, un jour de témoignage, un Tag des Zeugnisses. La Bible dit ceci, ils l'ont vaincu, sie haben gesiegt, à cause du sang de l'agneau, wegen dem Blut von dem Lamm, et de la parole de leur témoignage. Und das Wort ihres Zeugnisses. Le témoignage, c'est un puissant évangile. Das Zeugnis ist ein mächtiges Evangelium. Quelqu'un peut-être ne peut pas lire la Bible. Jemand kann die Bibel vielleicht nicht lesen. Peut-être ne peut pas comprendre la Bible. Oder die Bibel auch nicht verstehen. Mais en écoutant le témoignage de quelqu'un, indem er das Zeugnis von jemandem hört, c'est la Bible vivante. Ist es die lebendige Bibel, die er hört. C'est une réalité de ce que Jésus fait dans la vie des gens. Es ist die Realität von den Sachen, die Jesus macht in dem Leben eines Menschen. Je vais témoigner à propos. Ich werde Zeugnis ablegen. De celui qui nous a invité, von demjenigen, der uns eingeladen hat, et de son épouse qui nous a aussi invité, und auch seiner Frau, die uns eingeladen hat, parce que nous avons vécu des moments très terribles dans leur vie. Weil wir wirklich schreckliche Momente erlebt haben in ihrem Leben. Nous les avons accompagnés dans des temps difficiles. Wir haben sie begleitet in den schwierigen Zeiten, die sie durchlebt haben. Nous avons vu comment ils étaient à terre. Wir haben gesehen, wie sie am Boden waren. Imaginez-vous quelqu'un qui était toujours dans la présence de Dieu. Stell dir vor, jemand, der immer in der Anwesenheit Gottes war. À un moment, il ne sent plus la présence de Dieu. An einem Moment spürt er nicht mehr die Anwesenheit Gottes. À un moment, il ne sent comme si Dieu ne lui parlait plus. In einem Moment spürt dass Gott wieder, dass würde Gott nicht mehr zu ihm sprechen. C'est comme si ses prières ne montaient pas à Dieu. Als würden seine Gebete nicht zu Gott kommen. C'est comme si le Saint-Esprit était parti de lui. Als wäre der Heilige Geist weg von ihm gegangen. Oh, je suis témoin de ces événements parce que nous avons vécu. Ich bin Zeuge von diesen Momenten, die wir durchlebt haben. Moi avec ma femme, alors qu'elle était à Londres. Ich und meine Frau in London war. Et on participait, on les aidait comme le Seigneur nous a amenés dans sa présence. Wir haben teilgenommen und ihnen geholfen, so wie der Herr uns angeleitet hat. Je prends la parole de Dieu dans l'évangile écrit par Jean. Ich nehme das Wort des Herrn im Johannesevangelium. Au chapitre 9, hein? Das 9. Kapitel. Il s'agit d'un aveugle né. Es geht um einen Blindgeborenen. Cet homme est né aveugle. Dieser Mann wurde blind geboren. Il a rencontré Jésus. Er ist Jesus begegnet. Jésus a appliqué de la boue dans ses yeux. Jesus hat Staub auf seine Augen gelegt. Et il a recouvert sa vue. Und er konnte wieder sehen. À un moment donné, an einem Moment, il a rencontré les Pharisiens. Ist den Pharisäern begegnet. C'était le jour de Sabbat que Jésus l'avait guéri. Es war am Tag des Sabbats, wo Jesus ihn geheilt hat. En rencontrant les Pharisiens. Und als er diesen Pharisäern begegnet ist. On lui a posé des questions. Hat man ihm Fragen gestellt. Qui est cet homme qui t'a ouvert les yeux? Wer ist dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat? Il dira ceci. Und hat ihnen Folgendes gesagt. Je ne connais pas cet homme. Ich kenne diesen Menschen nicht, diesen Mann. Je l'ai jamais vu parce que je suis aveugle. Ich habe ihn niemals gesehen, weil ich blind war. Si vous voulez connaître de lui, aber wenn ihr kennenlernen wollt, si vous voulez avoir des informations,
Informationen haben wollt von diesem Mann. Je ne connais rien. Ich weiß nichts. Mais une seule chose que je sais. Aber eine Sache weiß ich. J'étais aveugle. Ich war blind. Et maintenant je vois. Aber jetzt sehe ich. Une chose est certaine. Eine Sache ist sicher. Que moi je peux témoigner. Von dem ich Zeugnis ablegen kann. Rodrigue était à terre. Bruder Rodriguez war am Boden. Et Dieu Jésus-Christ est là. Es gab einen Moment. On va poser la question à ses parents. Man wird seine Eltern fragen. Dites-nous. Sagt uns. Réellement votre fils était aveugle. War euer Sohn wirklich blind? Et qui lui a ouvert les yeux? Wer hat ihm die Augen geöffnet? Les parents se sont dit ceci. Die Eltern werden folgendes sagen. Il est assez grand notre enfant. Unser Kind ist groß genug. Posez-lui la question. Stellt ihm selbst die Frage. Il est assez grand pour répondre. Er ist groß genug, um zu antworten. Posez-lui la question. Stellt ihm die Frage. Rodrigue est assez grand pour répondre à la question. Bruder Rodrigue ist groß genug, um die Frage zu beantworten. Les parents voulaient pas qu'il soit exclu de la synagogue. Die Eltern wollten nicht, dass er ausgeschlossen wird von der Synagoge. Écoutez ceci. Hört folgendes. La Bible dit. Die Bibel sagt. Il y a division parmi les pharisiens. Eine Trennung zwischen den Pharisäern. À cause de la guérison, à cause du témoignage de cet homme, il y a division. Aufgrund der Heilung, aufgrund des Zeugnisses dieses Menschen, gab es eine Trennung. Ton témoignage, dein Zeugnis, comme le témoignage de Rodrigue, wie das Zeugnis von unserem Bruder Rodrigue, peut causer des divisions dans la ville. Kann auch Trennungen erschaffen in der Stadt. Gibt es einen Teil der Kinder Gottes, die froh sind? Da gibt es auch welche, die sich nicht erfreuen. Sie sind Kinder der Dunkelheit. Ich werde das Wort des Herrn lesen. Jean, chapitre 9. Johannes Evangelium Kapitel 9. Le texte est long, mais je prends quelques versets seulement. Ich nehme einige Verse. Au verset 17. Vers 17. Il dit encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit: c'est un prophète. Dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen. Was meinst denn du, wer dieser Mann ist? Er ist ein von Gott gesandter Prophet, antwortete er. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. Doch die Pharisäer wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen war. Avant d'avoir fait venir ses parents. Und sie ließen deshalb seine Eltern holen. Ils les interrogèrent en disant: und sie haben sie verhört. Est-ce bien votre fils? Ist das euer Sohn? Que vous dites être né aveugle? Der, von dem ihr sagt, dass er von Geburt an blind war. Comment donc se fait-il qu'il voie maintenant? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Ses parents leur répondirent. Und die Eltern haben geantwortet. Nous savons que c'est bien notre fils. Wir wissen, dass das ist unser Sohn. Et qu'il est né aveugle. Und er war von Geburt an blind. Mais nous ne savons pas comment. Aber wir wissen nicht genau. Il se fait qu'il voie maintenant. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann. Ni qui lui a ouvert les yeux. Auch nicht wer ihm die Augen geöffnet hat. Interrogez-lui vous-même. Fragt ihn doch selbst. Interrogez-le vous-même. Fragt ihn doch selbst. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Er ist alt genug, um von sich selbst zu sprechen. Verset 24. Le pharisien appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit. Die Pharisäer holten noch einmal den blinden Mann und sagten ihm: rends gloire à Dieu. Bekenne dich zu Gott. Rends gloire à Dieu. Gib Gott die Herrlichkeit. Nous savons que cet homme est un pécheur. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder war. Il répondit. Und er sagte ihm: s'il est un pécheur, ob er ein Sünder ist, je n'en sais rien. Das weiß ich nicht. Je sais une chose. Ich weiß nur eine Sache. C'est que j'étais aveugle. Ich blind war. Et maintenant,
je vois. Und dass ich jetzt sehen kann. Je voulais dire un mot par rapport à Rodrigue. Ich wollte ein Wort über den Bruder Rodriguez sagen. Ceux qui l'ont connu vers le mois d'octobre de l'année passée. Die, die ihn gekannt haben im Oktober letzten Jahres. Ils peuvent dire son passé à partir du mois d'octobre. Sie können von seiner Vergangenheit sprechen vom Oktober an. Il en a eu pour ce bon mois, 3 ou 4 mois difficiles de vaches maigres. Er hatte Schwierigkeiten. Er hatte Schwierigkeiten über Monate hinweg. Et après, quand on a eu le contact avec lui, und als wir noch Kontakt mit ihm hatten, on s'est mis à chercher la face de Dieu. Haben wir das Angesicht des Herrn gesucht. On s'est mis à jeûner. Wir haben gefastet. On s'est mis vraiment à aller dans la présence de Dieu et devant l'autel du Seigneur. Wir sind wirklich vor dem Altar des Herrn gegangen, vor die Anwesenheit des Herrn. Pour implorer à Dieu. Um Gott zu bitten. Afin qu'il fasse descendre sa gloire dans la vie de cet homme. Damit er seine Herrlichkeit herabsteigen lässt im Leben dieses jungen Mannes. Mon épouse Sissi qui était à Londres. Meine Frau Sissi, die in London war. Moi j'étais ici à Vienne. Ich war hier in Wien. J'ai dit à Rodin qu'on va se mettre en prière, en jeûne et prière. Und ich habe dem Bruder Rodriguez gesagt, wir werden beten und fasten. On a commencé à prier, à jeûner. Wir haben angefangen zu beten und zu fasten. Et on suivait la direction de Dieu. Wir sind der Richtung des Herrn gefolgt. Dieu a parlé et Dieu a répondu comme il se devait. Gott hat gesprochen, hat geantwortet, wie es gemacht hat. Et quand je vois Rodin répondre à la vie spirituelle comme avant. Rodriguez, sein spirituelles Leben wieder aufnimmt. Ce n'était plus la même personne. Es ist nicht mehr dieselbe Person. Ce n'était plus le même Rodriguez. Es ist nicht mehr derselbe Bruder. Quelque chose avait changé. Etwas hat sich geändert. C'est comme s'il avait pris un élan. Es ist wie als hätte er einen neuen Aufschwung bekommen. Pour très bien sauter. Um noch einmal richtig gut zu springen. Quand je le vois aujourd'hui. Wenn ich ihn heute sehe. Quand je vois les seuls avec lesquels il travaille pour le Seigneur. Wenn ich mit Gefühl sehe, mit denen er für den Herrn arbeitet. Oh, rend gloire à Dieu. Dann gebe ich Gott die Herrlichkeit. Aber Jesus Christus ist real. Jésus Christ est réel. Jesus Christus ist real. Je dis pour toi, Jésus Christ est réel. Ich sage für dich, Jesus Christus ist real. C'est das, was im Leben ist. Il est capable de l'accomplir dans ta vie. Kann es auch in deinem Leben. Et si tu traverses une situation douloureuse, wenn du eine schwierige Zeit durchlebst, je vais t'assurer une chose. Will ich dir eine Sache versichern. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut être un enfant de Dieu. Du musst ein Kind Gottes sein. Parce qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Man gibt nämlich Hunden nicht das Brot der Kinder. Si on les voit aujourd'hui. Wenn man ihn heute sieht. Si je me tiens debout pour témoigner. Wenn ich heute hier stehe, um Zeugnis abzulegen. Je ne peux pas témoigner de fantaisie. Ich kann keine Fantasie. Je témoigne la vérité du toucher de Jésus dans la vie de cet homme. Wahrheit von dem, was Jesus in diesem Leben gemacht hat. Ça, c'est un évangile puissant. Das ist ein mächtiges Evangelium. À cause du sang de l'agneau. Aufgrund des Blutes des Lammes. À cause de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Das, was Jesus am Kreuz von Golgotha gemacht hat. Où il a dit, tout est accompli. Wo er gesagt hat, alles hat sich erfüllt. L'ennemi peut te visiter dans ta vie. Der Feind kann la Bible dit ceci. Die Bibel sagt folgendes. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a toujours la lumière. Es gibt immer das Licht. Quand on voit Rodrigue, on voit Esther, on voit la lumière. Wenn man Bruder Rodrigue, Schwester Esther sieht, sieht man das Licht. Que le Seigneur te restaure toi aussi à ton tour. Dass der Herr auch dich wieder aufbaut. Et si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. Wenn du glaubst, dass du die Herrlichkeit des Herrn sehen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cet témoignage de puissant? Acclamer Jésus encore une fois de plus. Klatschen wir noch mal. Erhebe den Namen de Jésus. Erhebe den Namen des Herrn. Merci Seigneur. Nous serons ce témoignage par la puissance du sang de Jésus. Amen. Nous le pouvons par la puissance du sang de l'agneau. Oh, qu'une flèche ne t'atteindra. Oh, la friction ne viendra pas pour la deuxième fois. Je le déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Jésus. Jetzt möchte ich jemanden hier auf die Bühne
rufen. Das ist unser Bruder. Honest ist seine Struktur. Ich sage es einfach kurz, ne, weil er ist derjenige, der alles erklären wird. Aber Honest heißt eigentlich Rodrig und Esther. Ja? Er heißt Rodrig und seine Frau heißt Esther. Und ich mag sein Herz. Ich mag seine Seele irgendwie. Ich will nichts viel sagen, weil sonst weine ich, ja. Aber ich möchte gern Bruder Rodrig, Rodrig, Rodrig auf die Bühne. Rodrig auf die Bühne, lass uns Applaus geben. Ganz kurz, ja. Er ist derjenige, der uns eigentlich eingeladen hat. Ein grand merci, Antoine. Merci à Maman Gisèle. C'est pour moi un réel privilège de me retrouver devant vous. C'est vraiment un réel privilège. Es ist ein Privileg. De me retrouver devant vous. Vor euch zu stehen. C'est un cadeau. Es ist ein Geschenk. Chaque instant, jeder Moment, chaque minute, jede Minute, chaque seconde, jede Sekunde, chaque moment, jeder Moment, que nous sommes en train de passer dans ce monde déchu, die wir auf dieser Welt verbringen, c'est un miracle. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Jede Sekunde, jede Minute, es ist ein Wunder. Nous sommes tous là. Wir sind alle hier. On a fait plusieurs pas. Wir haben viele Schritte gemacht. Il y a ceux qui ont des montres et qui comptent les pas. Manche haben hier Uhren, die Schritte zählen. Nous avons mangé aujourd'hui, non? Wir haben heute gegessen, oder? Nous nous sommes réveillés le matin. Wir sind morgens aufgewacht. Nous nous sommes lavés seuls. Wir haben uns gewaschen. C'est un miracle. Es ist ein Wunder. Vous avez vu vos enfants. Ihr habt eure Kinder gesehen. C'est un miracle. Es ist ein Wunder. On a rien donné. Wir haben nichts gegeben. Vous savez quoi? Wisst ihr was? Quand on est passé par le feu, wenn man durchs Feuer geht, quand on est passé par le feu, wenn man durchs Feuer gegangen ist, on sait apprécier les choses. Dann weiß man die Dinge zu schätzen. On sait apprécier les gens. Man weiß die Menschen zu schätzen. Si vous n'aimez pas les gens, wenn ihr die Menschen nicht liebt, vous ne serez jamais béni. Dann werdet ihr niemals gesegnet sein. Jésus dit. Jesus sagt. Jésus dit. Jesus sagt. Peter, monitor. Jésus dit. Jesus sagt. Aimez les gens qui nous aiment. Liebt die Menschen, die wir lieben. Aimez les gens qui nous aiment. Liebt die Menschen, die uns lieben. C'est facile. Die Menschen zu lieben, die uns lieben, ist leicht. Aimez les gens qui nous aiment pas. Aber die Menschen zu lieben, die uns nicht lieben. C'est un défi. Ist eine Herausforderung. On est venu l'arrêter. Wir sind gekommen und haben festgehalten. Un disciple, un jünger, l'a pris le couteau, hat ein Messer genommen, il voulait défendre Jésus. Und er wollte Jesus verteidigen. Il a coupé l'oreille. Er hat das Ohr abgehauen. Jésus dit. Jesus sagt. Non, non. Nein. Non. Nein. Il a pris l'oreille. Er hat das Ohr genommen. L'arrivé. Und er hat es zurückgegeben. Ein Wunder. Qui peut faire ça? Wer kann das machen? Nein, er hat das verdient. Er hat das verdient. Il a mérité ça. Qui peut faire ça? Wer kann das machen? Est-ce que nous aimons les gens? Lieben wir die Menschen? Est-ce que tu aimes tes ennemis? Liebst du deine Feinde? Les gens qui veulent te tuer? Die Menschen, die dich umbringen les wollen? Les gens qui veulent ton malheur? Die Menschen, die dein Schlechtes wollen? Si Dieu, wenn Gott, ouvrait nos cœurs, unsere Herzen öffnen würde, pour voir le cœur des gens ici, um die Herzen der Menschen hier zu sehen, ça allait être catastrophique. Wäre das eine Katastrophe? Dieu est bon. Gott ist gut. Cache er versteckt das Herz. Le cœur de l'homme, das Herz des Menschen. C'est que Dieu, es ist nur Gott, der es kennt. Les apparences sont trompeuses. Die Erscheinungen sind Fälschungen. Il faut aimer les gens. Wir müssen die Menschen lieben. Il faut aimer nos ennemis. Wir müssen unsere Feinde lieben. Il faut les apprécier. Wir müssen sie schätzen. L'homme est bon. Der Mensch ist gut. L'esprit qui agit dans l'homme est mauvais. Aber der Geist, der in den Menschen wirkt, ist schlecht. David, David
Il a eu la chance de tuer Goliath. Er hatte die Chance, Goliath umzubringen. Il a eu la chance de tuer Saül. Er hat auch die Chance, Saul umzubringen. Mais David n'a pas tué Saül. Aber David hat Saul nicht umgebracht. Si tu peux, tu as l'occasion. Wenn du die Möglichkeit bekommst, tu, pour se revenger, pour se venger, um dich zu rächen, tu le feras ou pas? Willst du es machen oder nicht? David a eu l'occasion. David hatte die Möglichkeit bekommen. Les gens qui étaient tout autour de lui, die Menschen, die um ihn herum waren, ils ont dit, sie haben gesagt, David, David, tue-le. Bring ihn. Tue-le. Bring ihn. David, il a regardé. David hat ihn angeschaut. Tue-le. Bring ihn. L'environnement. Die Umgebung. Tue-le. Bring ihn. David, il a entendu la voix de Dieu. David aber hat die Stimme des Herrn gehört. Er le tue. Bring ihn nicht. Elle est tue. Bring ihn nicht. Elle. Hilfe. David a dit non. David a dit non. Nein. 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 C'est le cœur que nous devons avoir. Es ist dieses Herz, das wir haben. Ne remettons pas le mal par le mal. Rechnen wir nicht Böses mit dem Bösen. Quelqu'un te fait du mal. Jemand tut dir Schlechtes an. Fait du bien. Aber du tu ihm Gutes an. C'est difficile. Es ist schwierig. Les bonnes choses sont difficiles. Die guten Sachen sind schwierig. Rester dans le lit, c'est facile. Im Bett zu bleiben ist einfach. Ja, jusqu'à 10 heures. Ja, vielleicht bis 10 Uhr. 11 heures. Oder 11. Se lever à 4 heures. Aber um 4 Uhr aufzustehen. C'est un défi. Ist eine Herausforderung. Le corps dit non. Der Körper sagt nein. Non. Nein. Et surtout à l'hiver. Vor allem im Winter. Moi, je me réveille chaque jour à 2 heures. Ich bin jeden Tag um 2 Uhr aufgestanden. Je commence le travail à 4 heures. Und ich habe angefangen um 4 Uhr mit der Arbeit. Et je vais au travail. Ich gehe in die Arbeit. Grüß Gott. Und ich sage Grüß Gott. Bitte schön. Was sagen Sie da? Schönen Tag. C'est possible. Es ist möglich. Aimons les gens. Lieben wir die Menschen. Je me présente. Ich stelle mich vor. Je suis Rodrigue. Ich bin Bruder Rodriguez. Je suis âgé de 31 ans. Ich bin 31 Jahre alt. Je suis marié. Ich bin verheiratet. À une femme. Une seule femme. Mit einer Frau. Pas deux, une femme. Nicht mit zwei, aber mit einer Frau verheiratet. La femme vertueuse. Die tugendhafte Frau. La femme de valeur. Die Frau mit Wert. La femme de distinction. Die Frau mit Unterscheidung. Qui peut la trouver? Wer kann sie finden? Qui peut la trouver? Wer kann sie finden? Moi, j'ai trouvé. Ich habe gefunden. C'était pas facile. Es war nicht einfach. Je suis passé aussi par le feu. Ich bin auch durchs Feuer gegangen. On m'a testé. Man hat mich versucht. Par mes beaux-pères, mes parents, nos parents. Durch meine Schwiegereltern. Je suis arrivé à Londres. Ich bin nach London gekommen. Je les ai informés que je suis à Londres. Und ich habe sie informiert, dass ich in London bin. Et qu'est-ce que disent à ma femme? Was haben sie meiner Frau gesagt? On nous a informé que Rodrigue était depuis longtemps ici à Londres. Man hat uns informiert, dass der Bruder Rodrigue schon länger hier ist in London. Il ne va plus mehr à l'église. Er geht nicht mehr in die Gemeinde. Il doit venir avec son billet ici. Er muss mit seinem Ticket hierher kommen, mit seinem Flugticket. Ma femme m'a dit ça. Meine Frau hat das gesagt. Non, pas ma femme. Nicht meine Frau. Fiancée. Meine Verlobte damals. Quand elle m'a dit ça? Als sie mir das gesagt hat. Je dis ok. Habe ich gesagt gut. Dois-je fuir? Soll ich flüchten? Ou venir? Oder soll ich hin? Quand on aime le miel. Wenn man den Honig liebt. Il faut accepter aussi que les abeilles sont piquées. Wir müssen auch akzeptieren, dass die Bienen uns stechen können. Quand nous aimons la rose. Wenn wir die Rose lieben. Il faut passer par les épines. Müssen wir durch die Dornen gehen. Alors je me suis dit. Also habe ich mir gesagt. Pas de problème. Kein Problem. Je ne suis pas Casanova. Ich bin kein Casanova. Je ne suis pas un coureur de jupons. Ich bin kein jemand, der Rücken hinterherläuft. Je suis un citoyen du royaume. Ich bin ein Bewohner des Reiches. Ein Bürger. Ein Bürger des Reiches. Je suis allé. Ich bin hingegangen. J'ai pris les tickets. Ich habe mein Flugticket genommen. Arrivé comme ça à la maison. Und ich bin dort angekommen. La belle-mère a préparé ce jour-là. Die Schwiegermutter hat gekocht. J'étais tellement impressionné. Ich war so wow. Begeistert. Et nous sommes mis à parler. Wir haben gesprochen. On m'a posé des questions. On a des Fragen gestellt. Comment ça va? Wie geht es dir? Wie läuft die Gemeinde? C'était très bien. Es war sehr gut. J'ai répondu. Ich habe geantwortet. Je n'étais pas à côté de la porte. Ich
Je n'étais pas à côté de la porte. Ich war nicht neben der Tür. Parce que si ça, ça chauffe là, wenn es dann heiß wird, on sait pas où on fuit. Dann weiß man, wo man flüchten kann. Alors, also, on ne m'a pas posé la question sur les tickets. Man hat mir keine Fragen gestellt über das Flugticket. On a bien parlé. Wir haben gut gesprochen. C'était juste un test. Es war ein Test. Et j'ai réussi. Und ich habe bestanden. Si c'était d'autres personnes, wenn es andere Personen wären, gewesen wären, wären sie vielleicht geflogen. Je n'ai rien à cacher. Ich habe nichts zu verstecken. Je suis honnête. Ich bin ehrlich. J'ai trouvé la femme de ma vie. Ich habe die Frau meines Lebens gefunden. L'os de mes os. Der Knochen aus meinem Knochen. La chair de ma chair. Mein Körper. Der Körper. La femme, c'est la gloire de l'homme. Die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Ma gloire. Meine Herrlichkeit. Je l'ai. Ich habe sie. Si tu oses toucher ma gloire. Wenn du meine Herrlichkeit anfassen möchtest. Tu as un problème avec moi. Dann hast du ein Problem mit mir. Je suis calme. Ich bin ruhig. Mais quand tu touches ma gloire. Aber wenn du meine Herrlichkeit anfasst. Là, tu vois que vraiment André Rodrigue. Dann bist du ein anderer Bruder Rodrigue. Je dépose la Bible. Ich tue die Bibel mal zur Seite stellen. On règle la fée. Und dann tun wir die Sache mal richtig stellen. Après, on remet la Bible. Und dann nehmen wir die Bibel wieder. Amen. C'est ça, non? Ist es nicht das? C'est ma femme. Es ist meine Frau. Vous touchez ma femme, vous me touchez. Wenn ihr meine Frau anfasst, fasst ihr mich an. Et c'est pas facile de trouver une femme. Und es ist nicht leicht, eine Frau zu finden. Elle est ma fierté. Sie ist mein Stolz. Ma plus grande fierté. Mein größter Stolz. Jusqu'à présent. Bis heute. Estelle. Schwester Estelle, ist sie da? Et Dieu nous a bénis avec. Gott hat uns gesegnet mit zwei Töchtern. Man fragt sich, wieso ist, wie ist dieser ruhige Mensch nach London gegangen? Ah, je suis un stratège, moi. Ich bin ein Stratege. Okay, je suis béni. Ich bin gesegnet. Trop béni. Sehr gesegnet. Et je suis reconnaissant. Und ich bin dankbar. J'ai quelqu'un qui prie pour moi. Ich habe jemanden, der für mich betet. J'ai quelqu'un qui intercède pour moi. Ich habe jemanden, der für mich betet. Quelqu'un qui se tient à la brèche pour moi. Jemand, der. Qui se tient à la brèche. Jemand, der springt für mich, der mich für mich betet. C'est bien d'avoir une intervention. Es ist gut, so jemanden zu haben. Die Frau kann den Mann erheben. Et la femme peut faire tomber l'homme. Aber sie kann den Mann auch zu Fall bringen. Samson. Wie Samson. Et Dieu nous a béni avec deux enfants. Und Gott hat uns mit zwei Kindern gesegnet. Carmel. Carmel. Un nom prophétique. Ein prophetischer Name. Les hommes sauront que le Dieu de son père. Die Menschen werden wissen, dass der Gott ihres Vaters. C'est un vrai Dieu. Ein wahrer Gott ist. Avec le temps. Mit der Zeit. C'est question de temps. Es ist eine Frage der Zeit. Dieu nous a béni avec un deuxième enfant. Gott hat uns mit einem zweiten Kind gesegnet. Johanna. Johanna. Un nom prophétique. Auch ein prophetischer Name. Dieu fait grâce. Gott tut Gnade. Dieu m'a fait grâce. Gott hat mir Gnade erwiesen. Je vous honore. Ich ehre euch. Je vous respecte. Ich respektiere euch. Je vous aime. Ich liebe euch. De tout mon cœur. Aus meinem vollsten Herzen. Je suis prêt à te donner. Ich bin bereit, alles zu geben. Pour les hommes. Für die Menschen. Prêt à te bereit, alles zu geben. Pour les hommes. Für die Menschen. L'amour s'est donné. Die Liebe ist geben. Par les savoir. Nicht bekommen. Même si les gens ne sont pas reconnaissants. Auch wenn die Menschen nicht dankbar sind. L'amour s'est donné. Die Liebe ist gegeben. Nous attendons toujours quelque chose en retour. Wir erwarten immer etwas. Geben und nehmen. Man sagt, ja. Geben und nehmen. Donner, prends. Moi, je te donne. Ich gebe dir. Même si tu me donnes pas. Auch wenn du mir nicht gibst. Je vais toujours te donner. Ich werde dir immer wieder geben. Parce que tu es l'image de Dieu. Weil du das Abbild des Herrn bist. Je ne verrai jamais Dieu. Ich werde Gott niemals so sehen. Quand je vois l'homme, aber wenn ich den Menschen sehe, je vois Dieu. Sehe ich Gott. Il faut le réaliser. Wir müssen den Menschen ehren. Mon pasteur a dit ceci. Mein Pastor hat folgendes gesagt. Pasteur de Vicici. Pastor von Vicici. Pasteur Larry. Pastor Larry. Rodrigue. Bruder Rodriguez. Gott, tu honores les gens. Wenn du die Menschen ehrst, Dieu. Gott. Va t'honorer. Wird doch Gott dich ehren. Je vous honore. Ich ehre euch.
J'ai organisé cet événement. Ich habe dieses Ereignis organisiert. C'est une journée culturelle. Es ist ein kultureller Tag. Je ne suis pas un religieux. Ich bin kein religiöser. Non, je ne suis pas un religieux. Ich bin kein religiöser. Je suis un citoyen du royaume. Ich bin ein Bürger des Reiches. Jésus nous a amené le royaume. Jesus hat uns das Reich gebracht. Pas la religion. Nicht die Religion. La religion, c'est la drogue. Die Religion ist wie eine Droge. Pour faire adorer les gens. Um die Menschen einschlafen zu lassen. Je vous donne un exemple. Ich gebe euch ein Beispiel. Si je peux donner un petit exemple. Wenn ich ein Beispiel geben darf. Les Belges sont venus au Congo. Die Belgier sind nach Kongo gekommen. Le colon. Die Kolonie. Ils sont venus au Congo. Sie sind in den Kongo gekommen. Avec un système. Mit einem System. Ils nous ont amené la religion. Sie haben uns die Religion gebracht. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les missionnaires? Was haben die Missionare gemacht? Ils portaient même culottes. Sie haben dieselben Hosen getragen. Même chemise. Dieselben Hemden. Tous les jours. Jeden Tag. Du lundi. Von Montag. Dimanche. Bis Sonntag. Du premier. Vom ersten. Au 30. Bis zum 30. Pour dire aux Africains. Um den Afrikanern zu sagen. Oder den Kongolesen zu sagen. Faut être pauvre sur la terre. Man muss arm sein auf der Erde. Et devenir riche dans le ciel. Man muss reich im Himmel reich sein. Et les Congolais ont cru ça. Und die Kongolesen haben daran geglaubt. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Was haben sie nochmal gemacht? Si vous péchez. Wenn ihr sündigt. Quand le monsieur part. Wenn der Herr geht. Le prêtre appelle l'entreprise. Dann ruft der Priester dieses Unternehmen an. J'ai eu ce monsieur-là. Ich habe diesen Mann. Qui a volé l'argent. Der euer Geld gestohlen hat. Manipulation. Manipulation. Soyons des citoyens du royaume. Seien wir Bürger des Reiches. On tue au nom de la religion. Man bringt im Namen der Religion. Les musulmans, quand on tue. Die Muslime, wenn man umbringt. Vous allez avoir la récompense au ciel. Dann werdet ihr eine Belohnung im Himmel bekommen. Cette vierge. Die sieben Jungfrauen. La religion. Die Religion. Jésus nous a amené le royaume. Jesus hat uns das Reich gebracht. Répandez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste a dit, répandez-vous. Moi, je ne suis qu'un citoyen du royaume. Ich bin nur ein Bürger des Reiches. Les gens vont à l'église. Die Menschen gehen in die Gemeinde. Alléluia, alléluia, alléluia. Discutez la porte. Alléluia, alléluia. Vous êtes toujours pauvre. Aber ihr seid immer arm. La religion. Das ist die Religion. Les païens avancent. Die Heiden oder die travaillent. Les chrétiens sont paresseux. Die Christen sind faul. Wunder, wunder, wunder. Wir wollen Wunder haben. Oh Gott. On ne travaille pas, Wunder. Man arbeitet. On ne cherche pas le travail, Wunder. Man sucht keine Arbeit. On a bien aimé ce pourquoi. Warum gibt es das Arbeitsmarktservice? Il faut écrire une demande d'emploi. Man muss ein Bewerbungsschreiben schreiben. Chrétien, paresseux. La plupart, désolé de le dire. Es tut mir leid, es zu sagen. Les païens travaillent. Die Heiden arbeiten. Dehors, les païens travaillent. Sie arbeiten. 4 heures sont debout. Um 4 Uhr sind sie wach. J'étais chez Firma Strick. Ich war bei der Firma Strick. Monsieur Robert. Der Herr Robert. Il est chef. Er ist der Chef. Il se réveille tous les jours à 4 heures. Er steht jeden Tag um 4 Uhr auf. Il est en train de faire le pain. Und macht das Brot. Viel Geld. Viel Geld. Mais il travaille. Aber arbeitet. Mais nous, là, chrétien. Aber wir Christen. Toujours à l'église. Wir sind immer in der Gemeinde. Lundi. Montag. Mardi. Mercredi. Mittwoch. Vendredi. Samedi. Dimanche. Sonntag. Vous ne travaillez pas. Arbeitet ihr nicht. C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Der nicht arbeitet, wird auch nicht essen können. C'est la Bible qui dit ça. Es ist die Bibel, die das sagt. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Durch deine Arbeit, dass Gott dich segnen wird. Prier, c'est bien. Beten ist gut. Ecclésiaste dit. Prediger sagt. Chaque chose a son temps. Jede Sache hat seine Zeit. Il y a le temps de faire les vacances. Es gibt eine Zeit, Ferien zu machen. On ne peut pas faire les vacances tous les jours. Man kann nicht jeden Tag Ferien machen. Juillet. Juli. Vacances. Ferien. L'adresse qu'on est. C'est comme Schulbeginn ist im September. C'est ça la vie. So ist das Leben. Mais tous les jours à l'église. Aber jeden Tag in der Gemeinde. Le peu que tu gagnes, das wenige, das du verdienst, tu donnes à l'église. Du gibst es der Gemeinde. Tes enfants affamés à la maison. Deine Kinder verhungern zu Hause. My God. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Die Gastfreundlichkeit, die gute, fängt bei sich selbst an. Tu laisses tes enfants mourir de faim. Du lässt deine Kinder hungern. Und du gibst es aber der Gemeinde.
Nos mariages sont par terre. Unsere Ehen sind auf dem Boden. Les femmes ont beaucoup de problèmes parce qu'elles ne parlent pas à la maison. Die Frauen hören eher auf den Pastor, als auf ihre Männer. Der Papa hat gesagt, die wahre Geschichte von Rodrigo. Viel Spaß.